You are now entering the realm of lands. Wherein Bloodclaw is said to be skilled in the hunt, both of man and of beast. You learn that this mage has been set on your trail, which has brought you to the realm of lands. There is only one method to shake this dread wolf. You win when the enemy keep is destroyed. Schön, das gefällt mir natürlich sehr gut. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Blood and Magic. Ich glaube, ich muss gar nicht hier spulen, oder? Wenn wir schon 5 haben. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich... Ah, da muss ich wieder die Musik anmachen. Warte ganz kurz. So. Das vergesse ich sonst immer. Ja, jedenfalls, ja, bei 5 Basis-Golems reicht, oder? Ach ja, und die Feste ist ja hier. Och, komm, also wenn du, ne? Wenn du jetzt nicht sagst, greifen und überhaupt... Weiß ich auch nicht. Ja, das wird auf jeden Fall greifen. Also, dann müssen wir echt hier nur hier Gebäude besetzen und dann hier hinfliegen, die Feste kaputt hauen. Fertig. Anstatt hier die ganzen Wirbel mitzunehmen. Oh, komm. Krass. Bäm, 5 Basis-Golems. Plus extra Mana ist ein glücklicher Stefan. Was ist denn das für ein Gequietsche im Hintergrund? Ist das denn ernst? Warte. Ja, geht der noch, aber gerade eben. Klang gerade nicht so gut. Naja, jedenfalls ist immer noch die Mitternachtsaufnahme. Beziehungsweise jetzt ist es schon um 1. Alter, ist das schief. Boah, die Musik. Kommst du auch noch? Hallo? Hitte den mal an. Komm. Schlag zu, genau. Mal schauen, ob wir den Gegner finden. Das wäre mal wieder sehr schön. Dann kann der Gegner sich drum kümmern. Hallo, lieber Gegner. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Du bist doch auch ein Wolf, habe ich gehört. Im Vorspann. Achso, nee, da will ich nicht hin. Na komm. Na komm, das müssen wir doch schaffen, oder? 6 HP, das reicht. Ey, hallo Gegner, ich könnte mal deine Hilfe gebrauchen. Ist hier jemand? Hier ist auch wieder keiner zu Hause. Na komm. Ah, da brauche ich auch mal einen Gegner und dann sowas, ne? Na also, hier, warte, hier, so. Komm, 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 komm. Yes, geht doch, ich hätte ihn vielleicht zurückfordern sollen. War nicht ganz so klug, habe ich ihn schnell genug geschaltet. Aber das hier läuft. So, und hier haben wir schon Maximum Mana. Nö, 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 nö. Bitteschön, 9 Stück. Die kann ich schon mal irgendwo... Oh, ach, hier haben wir das Fundament. Habe ich ganz vercheckt. Ich war so auf die Wölfe konzentriert. Jo, das ist okay. Ja, na jedenfalls ist das Einzige am Nachtsaufnehmen, was echt blöde ist, dass ich ja mal Fenster nicht aufmachen kann, weil, na, ich habe ja auch immer das Licht an. Ich hasse es, im Dunkeln zu sitzen. Und dann ist es immer mega warm. Und ich bin jetzt schon mega am Schwitzen. Ich klebe richtig am Stuhl fest. Das ist schon ein bisschen unschön. Ja, das ist immer nicht so schön. Aber naja, hilft alles nichts, ne? Ach ja, und nebenbei habe ich hier noch meine Heizung stehen in meinem PC. Was der an Wärme abgibt, ist auch nicht normal. So im Laufe des Tages. Ich hatte schon mal überlegt gehabt, eigentlich müsste ich mal, wenn ich irgendwie umziehe, mir was überlegen, wie ich die Luft direkt vom PC aus dem Raum heraus manövrieren kann. Meistens müsste ich ein fettes Loch in die Wand bohren. An irgendeiner Außenwand. Und damit dem ganz normalen Lüfter das, ne? Nach draußen ziehen die Luft. Das wäre schon nicht schlecht. Oder irgendwie hier so eine Zwangsbelüftung. Damit ich irgendwie trotzdem Frischluft hier reinbekomme, ohne dass ich Fenster aufmachen muss. Oder ich weiß auch nicht, irgendwas. Ja. Nachts über ist immer doof wegen Wärme. Muss ich immer das Fenster. Nee, Quatsch, wegen Fliegen und Zeugs. Muss ich immer das Fenster zulassen. Und tagsüber sind es die Geräusche. Weswegen ich das Fenster zulassen muss.
spielende Kinder und ja, Autogeräusche und überhaupt. Ich guck mal, ob ich was gegen das Geflöte machen kann. Warte mal ganz kurz. So. Das besser? Vielleicht minimal. Nicht so richtig, ne? Blöd, blöd, blöd. Ah ja, Banshees. Ja, ihr freut euch. Ja, schön, dass wir die Hunde hier los haben. Oh, sagte er. Du bist der Letzte, hä? Lass mich in Ruhe. Ja, brav Hund. Braves Hundi. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Ja, du bist ein guter Junge. So. haben wir eigentlich schon genug? Nicht so richtig, ne? Ich denke, wir haben schon mal genug dastehen. Fürs Gebäude und für... Ne, 2, 4, 6. Reichen 6 Stück? Bin mir gar nicht so sicher. Ja, na jedenfalls. Das ist ja schon mal okay. Oh, Besuch. Der will bestimmt zu unserem Fundament, hä? Sorry, hier ist gerade besetzt. Ich hab gesagt, hier ist besetzt. Bam, bam, bam. Den kriege ich nicht eingeholt. Ist auch egal. Soll er halt machen. So. Ich bin mal gespannt, ob er, ob einer der Banshees versehentlich den Gegner erwischt. Und es dann wieder Zoff gibt. Ey, was kosten die nochmal? 35? Oder 30? Wir waren 60, 120, 180. Für 6 Stück? Würde fast reichen, ne? 125 haben wir schon. Ja, es dauert einen kleinen Moment noch und dann haben wir schon... Oh! Fein, guck mal. Ey, was greifen die an? Irgendwas, was nur ein HP Schaden machen kann, ne? Wahrscheinlich ein Priester. Wir schauen mal, ob da ein Priester ist. Oh, ein Paladin, hey. Ach, die Banshee. Der Wolf hat die Banshee angegriffen. Bist du im Mund gegen die Banshee? Also gegen die jetzt, Klagen? Man weiß es nicht. Jetzt hat's kurz gezuckt. Kurz nachladen. Die Ansage vom Typen. Wir brauchen das Ding, oder? Ich schau lieber nochmal nach. Ja, ist immer noch schief. Blöd, blöd, blöd. Laubenhaus, genau. Das mit der Rose. Ich bin so schlau. Das mit der Rose. Das mit der Rose habe ich gemacht. Sehr gut. Wie geplant. Ich bin so ein Scharfschieler, oder? Das mit der Rose. Ich schau lieber nochmal nach. Nicht, dass ich falsche baue. Oh Mann. Das kann sich nicht zeigen auf YouTube. Ich kann jetzt sagen, es ist nachts um 1, aber andere Let's Player machen das auch nachts um, keine Ahnung, um 5. Alter, die Musik dazu noch. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig und ich schwitze wie ein Schwein. Schwitzen Schweine eigentlich sonderlich stark? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin übrigens kein Mensch, der schnell schwitzt. Oder viel. Ich bin eher so einer, der schnell friert. Aber hier, das ist einfach, ich weiß auch nicht. Nicht zum Aushalten. Oder ich mache das irgendwann mal so, dass ich in dem Raum bin, weißt du, wo ich aufnehme? Und dann durch eine Wand durchbohre, ein kleines Löchlein, und dadurch da die ganzen wichtigen Kabel durchziehe, was ich, USB oder Monitorkabel und sowas. Sodass dann der PC in einem anderen Raum steht und der andere Raum halt schön warm wird. Wird auch das Rauschen ein bisschen reduzieren. Obwohl das Rauschen nicht so wild ist, mit dem guten Mikro.
kriegt man einfach nicht mehr viel mit. So, unsere Greifen haben wir in unserem Laupenhaus hergestellt. Wie geplant. Dann kann es ja losgehen. Mann. Schön. Ja, die KI ist auch der Wahnsinn, oder die Wegfindung bei dem Spiel. Die schaffen es echt nur, hier mit einem Feld Abstand dahin zu fliegen, weil die zu blöd sind, irgendwie als Gruppe klarzukommen. Ist einfach der Hammer. Im Entenmarsch. Oh, eine Feste, hier! Sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? Na, lieber Zauberer. Was geht ab? Wir sammeln uns hier mal. So, den könnte ich jetzt auch noch umwandeln, mache ich aber nicht. Geht's? Jo. Stattdessen könnte ich ja mal ein bisschen Feuer machen. Der passive Schaden. Von den Flammen trifft er auch Gebäude. Jo, das habe ich besser investiert. Oh, muss auch noch angreifen. Als wenn ich dann extra Würmer mache. Na komm. Oh. Ja, aber das geht, oder? Da muss ich nicht spulen. Oh, der Priester hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die Banshee anzugreifen. Kannst du mal bitte noch ein bisschen Mana? Das wäre nett. Ne, alle auf das Gebäude und ignoriere ruhig den Paladin. Der kann mir mal egal sein. Wie macht denn der eigentlich? Ach komm, es geht. Bis dahin. Ja. Ich glaube, der Typ mag Mathe, oder? Kann er das sein? Zwischen sagt, ja, die Hälfte. 3x3 Siege. 2/3 des gesamten Reichs. Schön. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge es geht. Ich kann dir nur sagen, dass die letzten 3 Folgen zusammen fast genau eine Stunde Aufnahmezeit waren. Ich habe auch noch ein kleines bisschen Overhead. So, am Anfang und Ende der Folge. Ja. Das ist mal wieder, ne? Eine ziemlich genaue Sache. Mit dem 2/3. Ja. Oh Mann. Ja, aber es war trotzdem eine schöne Folge. Aber krass, wie wenig wir auch von der Map erkundet haben, oder? Also wenn wir jetzt nicht ausgerechnet die Wölfe da irgendwie in die Ecke gezogen hätten, hätten wir wirklich nur, weiß ich nicht, ein Zehntel vielleicht erkundet von der Map. Ja, schön. Naja, gut. Ich verabschiede mich mal. Oh, rechtschaffen gut. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt wieder gut sind. Ich meine, also meine Leistung heute in dieser Folge, die war extremst gut. Aber abgesehen davon, boah, schön, ich freue mich. Cool. Keine Ahnung, wie gesagt, warum, aber finde ich gut. Ich weiß noch nicht, warum ich rechtschaffen bin, weil das finde ich irgendwie passt nicht ganz zu mir. Ich meine, im Real Life, ne, folge ich allen Gesetzen und das kann mir keiner was beweisen, okay? Aber in irgendeinem PC-Game oder so ist, wie gesagt, chaotisch gut ist normalerweise so das, wo ich automatisch hinkomme, ob ich das will oder nicht. Ja, schön. Ah, ich bin ein rechtschaffend guter Eroberer. Ja, also ich bin ein wirklich guter Diktator, der sich an die Gesetze hält. Ich meine, als Diktator mache ich ja die Gesetze, von daher halte ich mich automatisch dran. Also, ja, feine Sache, gefällt mir gut. Na dann, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's dann weiter und dann haben wir, ich habe gerade versucht, ob ich da irgendwer was hinbekomme, aber 11 ist eine Primzahl und von dort her gibt es da nicht viel zu sagen. Da ist nicht viel mit. Ja, mit noch mathematisch was schön ausdrücken. Scheiße, hätte ich lieber nicht anfangen sollen davon. Da hätte ich lieber, ne, der Typ macht das schon besser als ich. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.